Es steht schon 4:0 für den Troublemaker Kevin Kirstner und jetzt eine Demonstration vom 12-Jährigen, der hier die 180 ans Board nagelt und sich schlussendlich dieses Leg dann auch mitnimmt. Kevin Kirstner schon im 6. Leg. Es schaut alles nach einem 6:0 aus. Hier noch eine 140 vom jungen Herrn und das ist Dominic Young Yu, der hier wirklich ein bisschen unter seinem Wert geschlagen wird, der aktuell ein bisschen Probleme hat mit der Psyche, hat mit der sogenannten Tatitis zu kämpfen, wo man nicht genau weiß, an welcher Stelle man den Pfeil abwirft. Also da muss er wirklich den Kopf wieder frei bekommen und dann ist auch sicher mit ihm zu rechnen. Er ist ja schlussendlich die Nummer 15 der Jugend-Weltrangliste. Ein guter Mann, aber wie gesagt, aktuell in einer kleinen Schwächephase. Kevin Kirstner jetzt schon in der Checkout-Phase hier im 6. Leg. Auch hier wieder leichte Probleme bei Dominic Young Yu. Und trifft aber das Bullseye. Erstaunlich, wie er es eh noch schafft, die Linie zu halten. Also wenn der seinen Kopf wieder frei bekommt, dann ist er ein ganz heißes Eisen. Triple 15 auf Doppel 15. Nein, er geht über seinen Weg, der Troublemaker. Er stellt sich die Doppel 6. Ganz klassisch im Stil des jungen Kevin Kirstner. Allerdings verfehlt er diese dann. Hat aber keinen Druck momentan von Dominic Young Yu. Kann hier natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Was ist da möglich? Auch das ist wieder nicht die Doppel 6, aber die Doppel 1, die sitzt dann. Und Kevin Kirstner holt sich den ersten Sieg nach zwei Unentschieden in der Radical Darts Thunder League.